Danke, ihr Lieben. Danke für die ganzen Geschenke. Danke, Aramea. Christian Prince muss hier sein. Ja, er ist ein absoluter Experte. Ich wollte aber mal ganz kurz den Tafsir von Ibn Kathir dazu lesen, was er damit sagt. Habt ihr was erkennen an unter Nationen? Dort während ihrer Zeit, Al-Hakim sagte, es sei gemäß. Aber sie haben nicht gesammelt, dass Qatada sagte, sie waren die ersten Menschen, die. Aber dies heißt, es wäre unter euch auch. Nicht. Unter den Nationen, wie jemand an. Alamin, hier heißt es weiter, du bist das beste Volk, das jemals für die Menschheit erschaffen wurde. Allah sagt als nächstes, dass Musa die Kinder Israels ermutigte, den Dschihad zu verrichten und nach Jerusalem einzuziehen, das zur Zeit ihres Vaters Jakob unter ihrer Kontrolle stand. Jakob und seine Kinder zogen später mit seinen Kindern und seinem Haushalt zur Zeit des Propheten Yusuf nach Ägypten. Seine Nachkommen blieben bis zu ihrem Auszug mit Musa in Ägypten. Sie fanden in Jerusalem ein mächtiges, starkes Volk, das es zuvor übernommen hatte. Musa, Allahs Gesandter, befahl den Kindern Israels, nach Jerusalem einzumarschieren und gegen ihren Feind zu kämpfen. Und er versprach ihnen Sieg und Triumph über das mächtige Volk. Wenn sie dies taten, sie lehnten ab, rebellierten und widersetzten sich seinen Befehl und wurden 40 Jahre lang damit bestraft, dass sie verloren gingen und im Land umherirrten, ohne zu wissen, wohin sie gehen sollten. Dies war ihre Strafe dafür, dass sie sich Allahs Befehl widersetzt hatten. Allah sagte, dass Musa ihnen befohlen habe, das heilige Land zu betreten. Was Allah dir zugewiesen hat, bedeutet, was Allah dir durch die Worte deines Vaters Israel versprochen hat. Das ist das Erbe derjenigen unter euch ist, die glauben und nicht umkehren auf der Flucht vor dem Dschihad. Denn dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren. Sie sagten, O Musa, darin ist ein Volk von großer Stärke und wir werden es nie betreten, bis sie es verlassen, wenn sie gehen. Wenn sie gehen, dann wir werden eintreten. Ihre Entschuldigung war folgende: In genau dieser Stadt, die Sie uns befohlen haben, einzudringen und gegen ihre Bewohner zu kämpfen, gibt es ein mächtiges, starkes, bösartiges Volk, das über einen enormen Körperbau und körperliche Fähigkeiten verfügt. Wir sind nicht in der Lage, gegen diese Leute zu bestehen oder Kämpfe gegen sie zu führen. Deshalb sagten sie, sind wir nicht in der Lage, diese Stadt zu betreten, solange sie noch da drin sind. Aber wenn sie sie verlassen, werden wir sie betreten, sonst können wir ihnen nicht widerstehen. Also da gibt es auch nicht so richtig Aufschluss dafür. Aber ihr seht, dass der Allah den Juden ihr verheißenes Land gegeben hat. Das ist das. Na gut. Leute, wir müssen Tipico spielen. Schon wieder Sichtbarkeit eingeschränkt. Dein Live ist nicht für Empfehlung qualifiziert und in den Suchergebnissen eingeschränkt, da dein Live möglicherweise die für dich Feed-Qualifizierungsstandard in unserer Community-Richtlinie nicht erfüllt. Grundhasserfülltes Verhalten basierend auf geschützten Eigenschaften. Unglaublich. Direkt eine Einschränkung bekommen. Ja, ihr Lieben, man versucht mich aufzuhalten, ne? Übel, ne? TikTok weiß selber nicht, was sie will. Ja, keine Ahnung. Dankeschön, danke, ihr Lieben. Was soll ich euch dazu noch sagen? Ich muss. Hey, Servus. Hi, Gott segne dich und deine Familie.
Danke, deine auch. Dankeschön. Bist du Ex-Muslim, gell? Oder warst du mal Muslim früher? Ja, genau. Wieso lügst du? Bitte? Wieso du lügst? Warum soll ich denn lügen? Du bist doch Armenier wahrscheinlich ursprünglich, oder? Nein, ich bin Iraner, was für Armenier? Iraner. Du warst ein Ja, Ex-Muslim. richtig. Bitte? Du warst wirklich ein Ex-Muslim. Ja, wie oft noch, mein Lieber? Interessant. Ja, finde ich auch, ne? Alles schön gut. Du magst ja auch andere Meinungen haben, aber wieso bist du so provokant? Das verstehe ich nicht. Es mag ja sein, dass du einen anderen Glauben vertrittst. Egal, wie ich das rüberbringen würde, wenn ich das mit Engelszungen hier verkünden würde, würdest du sagen, hör bitte auf, über den Islam zu reden. Das ist für dich völlig egal. Man will einfach nur nicht, dass ich den Islam expose. Das ist das. Nee, du kannst ja gerne deine Meinung sagen, auch darüber reden. Es geht nur darum, dass man so provokant ist. Das verstehe ich nicht. Es mag ja sein, dass du Christ bist, Jude bist, spielt ja keine Okay, Rolle. dann nenn doch mal ein Beispiel, in was ich provokant bin. Jetzt vorhin zum Beispiel mit dem einen anderen, der jetzt ausgetreten ist vor ein paar Minuten. Der fragt was, dann sagst du, warte, lass mich zu Ende reden. Ja, du siehst doch, wenn man eine Konversation. Der ist immer so zurückhaltend. Du sagst was, jeder soll dir zuhorchen. Wenn andere was sagen, wird er bombardiert. Weißt, das ist nicht fair, das Ja, aber das Gespräch. hat ja nichts mit deiner eigentlichen Sache zu tun, die du da erwähnt hast, so, jetzt gerade eben. Du siehst ja, dass ich gerade noch nicht mal fertig war zu lesen und dann fällt er mir da ins Wort und da habe ich gesagt, warte erstmal, lass mich mal kurz noch weiterlesen, damit wir das Verständnis haben. Amir Ednani, oh mein Gott, ey, so verrückt hier. Ey. Das ist doch nicht provokant, wenn man zu jemandem sagt, warte kurz, lass mich mal zu Ende lesen. Verstehst du das Wort provokant nicht? Stimmt, ich verstehe es nicht. Ja, hast du recht. Ja, du hast es falsch gebraucht. Zu einem falschen, falsches Verständnis von provokant. Stimmt, danke für die Aufklärung. Gut, dass es dich gibt. Danke. Gott segne dich und deine Familie. Ebenso. Kann ich noch was für dich tun? Kann ich was für dich tun? Du kannst mir einen Döner holen. Echt? Bin ich dein Hund oder was? Das ist zum Beispiel so ein bisschen provozierend oder provokant, ja. Das könnte man jetzt provokant nennen. Guck mal, hier sagt er zu mir, ich soll den Döner holen. Um 1 Uhr morgens, hat überhaupt noch einen Laden auf? Hallo. Wenn du viel Döner isst, dann kennst du dich ja besser aus wie ich wahrscheinlich. Der Döner schmeckt doch super. Aber mittlerweile kostet der 8 Euro oder 9 Euro oder was? Hast du dir, Dankeschön, Cousin, das Gott segne dich. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht um deine Ewigkeit, wo du die verbringen wirst, wenn du in den Tod gehst? Fang doch mal an. Bitte? Dann fang mal an. Ich habe dich ja gefragt, hast du dir schon mal Gedanken gemacht darum, wenn du zum Beispiel heute sterben würdest, wo du hingehst, ne? Es wird dann entschieden, wenn es soweit ist. Ja, aber du hast doch hier die Möglichkeit herauszufinden, was mit dir passiert, oder? Samstag. Deswegen heißt es ja auch Glaube. Ja, aber wir wissen, es ist ja nicht nur Glaube, sondern es ist wahrhaftig Wissen. Wie meinst du es damit, dass es wissenschaftlich hinterlegt ist? Nee, ich meine damit, dass Gott, wenn er etwas offenbart, dass es ja nichts mehr mit Glaube zu tun hat, sondern Gott beweist sich dadurch, dass er auch Prophezeiung erfüllt, damit wir wissen, dass alles, was in seinem Wort verzeichnet ist, beziehungsweise in seinem Buch, auch der Wahrheit entspricht. Und wenn Gott über das Gericht redet und dass es einen ewigen Feuersee gibt, für diejenigen, die nicht an den ewigen Sohn Gottes glauben, dann müsstest du dir unglaublich Gedanken machen darüber, oder? Ewige Sohn Gottes. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Wer ist der ewige Sohn Gottes? Jesus Christus. Also hat jetzt sozusagen Gott mit jemandem Geschlechtsverkehr gehabt, dann ist Jesus auf die Welt gekommen.
Nee, das sagt der ignorante Gott Allah. Deswegen sagt er in Sure 6, Vers 101, wie sollte ich einen Sohn haben, wo ich keine Gefährtin habe? Hast du schon mal von so einem Gott gehört? Der fragt so die Christen, hey, ihr Christen, wie sollte ich einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe oder eine Freundin? Aber du sagst doch Sohn Gottes. Ja, Sohn Gottes bedeutet doch nicht, dass Gott mit einer Frau intim werden musste. Das kann doch nicht wahr sein, dass du sowas überhaupt sagst. Aber Sohn Gottes. Wenn wir alle von Sohn Gott kommen, Gottes, dann Sohn, sind mein wir Lieber. alle Söhne oder Die Töchter von Bibel Gott, oder nicht? versteht unter Sohn Gottes, dass Gott, dass das ein Titel ist, und zwar Gott der Sohn, Sohn Gottes. Verstehst du? Was sind wir dann? Bitte? Sind wir dann auch die Söhne Gottes? Wer? Wir, du. Nein, du bist nicht Sohn Gottes. Du wirst, wenn du den Herrn Jesus Christus annimmst als deinen Herrn und Heiland, dann wirst du ein Kind Gottes werden, nicht sein Sohn. Er ist der einzige und ewige Sohn Gottes. Es gibt in der Bibel, da werden viele Söhne Gottes genannt, aber er ist der ewige, einzig geborene Sohn Gottes, der ewig, der keinen Anfang und kein Ende hat. Und so heißt es auch in Hebräer 1, Vers 8 bis 12, daher hat dein Gott dich auch mit Freudenöl gesalbt. O Gott, dein vom Sohn, o Gott, dein Thron wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vom Sohn, der Thron. Wieso ist es dann der Jesus und nicht der Adam? Der Adam war ja ein Mensch, der erschaffen wurde. Jesus Christus ist ja nicht erschaffen. Er existierte schon von Anbeginn der Zeit. Und so heißt es in Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wenn du zu Vers 14 gehst, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus wurde ja auch erschaffen in dem Sinne. Habe ich doch gerade eben erzählt. Wo hörst du mir überhaupt nicht zu? Nee, weil du gesagt hast, Adam wurde erschaffen, aber Jesus wurde nicht erschaffen. Richtig, weil Jesus Christus schon von Ewigkeit her existiert hat. Und so sagt er auch zum Vater: Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Siehst du? Johannes 17, 5. Nee, das hat keinen Sinn, weil wenn du jetzt sagst, wieso? Du vertrittst eine andere Glaubensrichtung, ich vertrete eine andere Glaubensrichtung. Aber wenn man das so weiter, das ist, nee, das ist so, nein, das ist so. Deswegen lebt jeder mit seinem Glauben so weit, bis Ja, er und du mit siehst ja, du siehst ja, dass der Allah im Koran Dinge über die Bibel behauptet, die man so jetzt nicht stehen lassen kann und die man auch klarstellen muss. Weil im Koran wird ja auch dieser Isa, der als Jesus gelten soll, als das Wort von Allah und sein Geist. Und wenn wir die Muslime fragen, ja, wo war denn dieses Wort von Allah, das Jesus ist? Wo war denn dieses Wort, das Allah eingehaucht hat in Mariam? Ja, da muss der Muslim natürlich antworten, mit Allah zusammen in Ewigkeit, bevor die Welt existiert hat. Ja, danke schön, da muss Jesus Christus Gott sein. Denn das Wort von Allah ist ja nicht unabhängig von ihm. Sein Wort, durch sein Wort erschafft er ja Dinge. Kun fayakun, sei und es ist, so spricht ja der Allah. Bist du noch da? Ich bin noch dran, ja, ich höre dir zu. Ja, genau. Also du siehst, dass der Koran selbst in Sure 4, 171 sagt, dass Jesus Christus das Wort von Allah ist und sein Geist. Und wenn wir dann halt fragen, ja, wie meint denn Allah das? Weil die Bibel sagt uns, im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und alles ist durch das Wort entstanden und nicht eines, das nicht entstanden ist durch das Wort. Du siehst, Gott spricht und auf einmal entsteht etwas. Und dieses Wort von Gott ist ja Gott selber, sagt die Bibel. Und dieses Wort wurde Mensch in Jesus Christus. Also Gott wurde Mensch. Nur wenn wir uns die Sure 471 betrachten, dann sehen wir auf einmal, dass es das überhaupt gar keinen Sinn macht, dass Jesus im Koran das Wort von Allah ist. Der einzige, der als Kalimatu Allah beschrieben wird. Und sein Geist, Ruh Allah. Er ist der Geist von Allah. Ruh Allah. Ja, wo war denn dieses Wort, als es in Mariam eingehaucht wurde? Wo war das? Was meinst du? Ganz habe ich jetzt gar nicht verstanden, was du meinst mit diesem Wort. Wo war dieses Wort Allahs? Ja, wo war Jesus Christus, also dieser Isa, wird doch als das Wort von Allah beschrieben. Und dann muss man ja fragen, wo war denn dieses Wort, bevor es in Mariam eingehaucht wurde? Wo war es? Ganz ehrlich, Bei? das ist mir neu. Meinst du jetzt im Koran oder in der Bibel? Im Das Wort Allahs. Koran.
Im Koran, weil das Wort von Allah ist ja nicht unabhängig von ihm. Sein Wort ist ja doch in Ewigkeit mit ihm zusammen, mit Allah. Das heißt, dass Jesus Christus, dieser Isa, von Ewigkeit her mit Allah in der Ewigkeit zusammen war. Und dann irgendwann mal in Mariam eingehaucht wurde. Und du kannst mir doch nicht sagen, dass das Wort von Allah erschaffen ist. Das ist Blasphemie, sowas zu behaupten. Das ist Quatsch. Du musst also sagen, Allahs Wort ist ewig und nicht erschaffen. Und dann sagen wir Amen. Genau das ist es, an was wir auch glauben. Und so sagt die Bibel uns 600 Jahre vor dem Koran, im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und der Vers 14, und alles ist durch das Wort entstanden, also Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, als es eingeboren war. Du sagst 600 Jahre vor dem Koran, aber ein paar hundert Jahre davor gab es ja dann auch die Tora. Weißt, dann ja, genau, die haben ja... Dann müsste der Priester hier zugeschaltet sein, der dann sagt, hey, warte mal, du Quatsch, was, davor war ich da. Wenn ich was sagst du, warte, bevor... Der Koran da war, war die Bibel dann. Dann sagt der Dritte, hey, bevor die Bibel da war, war die Tora. Nein, der Herr Jesus Christus nimmt doch Bezug zur Tora und und zu den Propheten. Er sagt zum Beispiel in Johannes 8, Vers 58, ehe Abraham ward, bin ich. Und dann sehen wir auf einmal, dass der Gott der Bibel sich so auch vorstellt dem Mose. In 2. Mose Kapitel 3, Vers 14. Und so spricht der Herr durch den Dornbusch zu Mose und Mose fragt ihn, ja, wie soll ich dich denn meinem Volk vorstellen? Wie heißt du denn? Und dann spricht Gott der Herr und sagt, ich bin, der ich bin. Geh und sag den Kindern Israels, ich bin hat mich zu euch geschickt. Also der Name von Gott im Alten Testament ist, ich bin. Und Jesus Christus sagt selber zu den Pharisäern, ehe Abraham ward, bin ich oder ich bin. Siehst du? Damit hat er gezeigt, dass er präexistent ist. Dass er vor Abraham existiert hat. Und das geht nur, wenn er selber Gott ist. Und dann die Reaktion der Juden in Johannes 10, Vers 33. Viele gute Werke habe ich euch hinterlassen und viele gute Werke habe ich getan. Für welches wollt ihr mich steinigen? Und dann sagten die Juden, nicht wegen deiner Werke willen wollten wir dich steinigen, sondern wegen deinen Aussagen, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Heftig, ne? Also heißt es, stimmt das so nicht mit der Kreuzigung? Oh mein Gott, ich rede davon gerade wegen der Gottheit und der kommt auf einmal mit Kreuzigung. Das ist so, als würde ich von Äpfel reden und der kommt mit Birne. Nee, warte, du hast ja gerade eben gesagt, weil sie zum Jesus gesagt haben. Weil sie gegen ihn waren. Dass die Juden erkannt haben, dass er behauptet hat, Gott selbst zu sein. Jesus Christus hat behauptet, Gott zu sein und sie haben es auch verstanden und dann haben sie ihn auch angeklagt wegen dieser Blasphemie. Sie haben doch zu ihm gesagt, nicht wegen deiner Werke willen wollen wir dich steinigen, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Weil der Herr Jesus Christus gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Das hat den Juden nicht gepasst. Ja, die Juden haben verstanden, wenn du also dich mit dem Vater gleich machst, dann bist du ja Gott. Verstehst du? Ich bitte dich von ganzem Herzen, nimm dir bitte Zeit, die Bibel zu lesen. Das ist mein Appell an dich. Nimm dir Zeit, die Bibel zu lesen und Jesus Christus kennenzulernen. Werf deine kostbare Seele nicht weg. Jesus Christus liebt dich. Und er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Er will dich retten. Alle Propheten lieben uns, ja, bis auf Jesus Christus. Nein, Mohammed hat höchstens unsere Frauen geliebt. Das war's. Eure Frauen? Echt? Hat er mit deiner Oma was zu tun gehabt mit eurer Frauen? Was meinst du mit eurer Frauen? Nein, er hat die Sure 33, Vers 50 bekommen. Und durch die Ausleger des Islams sagen sie, dass Mohammed, sobald Mohammeds Augen auf eine verheiratete Frau fallen, es ist die unbestreitbare Pflicht eines jeden Muslim, sich auf der Stelle scheiden zu lassen, damit Mohammed sie in Ruhe punkten kann. Ist das ein Prophet Gottes? Das ist mir neu, das was du sagst stimmt nicht. Oh mein Gott. Okay, du kannst es ja prüfen. Sure 33, Vers 50, Tafsir von Al-Qurtubi. Auch kein Tafsir. Das, was im Koran steht, das reicht schon. Wenn's da so du brauchst aber eine Erklärung. Du brauchst ja eine Erklärung zu dem Vers, um herauszufinden, was der Vers im Kern aussagt, oder nicht? Du bist doch nicht der Prophet des Islams, oder? Manche brauchen den Tafsir, die manchen nicht. Ja, die sich schämen, brauchen auf einmal kein Tafsir. Schämen? Echt? Für was soll man sich denn schämen? Also du findest das nicht beschämend, dass Mohammed, wenn er dich sieht, mit deiner Frau Hand in Hand rumlaufen, dass du dich sofort scheiden lassen musst
Und dass er sie in Ruhe dann punkten darf, oder was? Weil ich das ja nicht zustimme, brauche ich das ja auch nicht zu beschämen. Du musst, es ist die unbestreitbare Pflicht eines jeden Mannes, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, damit Mohammed sie heiraten und auseinandernehmen kann. Danach kriegst du sie wieder. Das stimmt doch gar nicht. Doch, das stimmt. Aber Lügen verbreiten hat auch keinen Sinn. Man kann offen über alles reden, aber nicht über Sachen, die nicht stimmen. Soll ich dir das vorlesen? Tafsire sind uninteressant. Ja, weil du dich schämst, deswegen sind sie uninteressant. Nee, eben nicht. So soll ich mich schämen. Hätte ich doch gar nicht teilgenommen, wenn ich mich schämen würde. Ja doch, sonst würdest du es akzeptieren. Du bist doch nicht der Prophet des Islam, sonst würdest du sagen, ja, ich möchte gerne mal den Tafsir von so und so hören, was die dazu sagen. Jetzt willst du mir das weismachen, dass es tatsächlich so war und so ist. Ja, er hat doch die Frau von seinen Adoptivsohn ausgespannt in Sure 33, Vers 37. Er hat die Scheidung dadurch verursacht, dass er ihr mit lüsternen Blick angeguckt hat und mit ihr geflirtet hat. Mit einer verheirateten Frau. Muss dir mal vorstellen, wer Mohammed war. Guck mal hier. Das ist aus dem Tafsir von Al-Qurtubi. Das findest du auf der Seite 423 in seinem Buch. Hier sind die 20 Sonderprivilegien für Mohammed. Erstens, ihm wird die beste Beute zuteil. Zweitens, Sonderregelung, ein ganzes Fünftel der gesamten Kriegsbeute geht an ihn allein. Drittens, ihm ist es erlaubt, mehr zu fasten. Viertens, er hat die Erlaubnis von Allah, mehr als 4 Ehefrauen gleichzeitig zu haben. Siehst du, er steht immer über Allah und seinem Gesetz. Fünftens, er darf mit jeder Frau punkten, die ihm als Geschenk dargebracht wird. Sechstens, er darf jede Frau punkten, ohne die Einwilligung eines männlichen Mitglieds ihrer Familie. Siebtens, er darf Frauen punkten und muss dafür kein Geld zahlen. Achtens, ja, er darf... Das ist genauso lustig wie du, weil es nicht stimmt. Da würde ich jetzt auch lachen. Das stimmt, ja. Das hört sich echt lustig an. Die Leute können es ja alle prüfen. Okay, ich habe ja die Quelle angegeben. Ja, achtens, hör zu, guck mal hier, was dein Prophet, wie dein Prophet den Islam für seine Triebe ins Leben gerufen hat. Auch dein Prophet, von uns allen, okay? Er darf es, das ist dein Prophet, nicht der Prophet der Juden und Christen und der gesamten Menschheit. Das ist von der gesamten Menschheit der Prophet. Okay. Ja, der ist überhaupt kein Prophet gewesen. Soll ich das beweisen? Du beweist ja sehr viel, das stimmt ja. Du siehst ja, dass ich nur mit Quellenangaben komme. Hör zu. Er darf SEX haben während der Hajj-Pilgerfahrt, sowohl mit seinen Ehefrauen als auch mit jeder anderen Frau. Neuntens, ihm ist es erlaubt, jeden Eid zu brechen, den er seinen Ehefrauen gegenüber ablegte. Zehntens, sollten die Augen des Propheten auf eine Frau fallen, so ist es die unbestreitbare Pflicht ihres Ehemanns, sich von ihr scheiden zu lassen, damit der Prophet sie in ungestört punkten kann. Ibn al-Arabi sprach, dies geschah auch im Falle Zeynebs. Zeynep war Mohammeds Schwiegertochter. Er begehrte sie und nahm sie zur Frau, nachdem er seinen Sohn dazu zwang, sich von ihr scheiden zu lassen. Elftens, krank, ne? Elftens, er schenkte Safir die Freiheit. Mohammed killte ihre Angehörigen und sie brutal, anstatt sie dafür zu bezahlen zu lassen. Ihm ist es erlaubt, Mekka zu betreten, ohne die Rituale zu praktizieren, die dort für einen Muslim Pflicht sind. Ihm ist es erlaubt, in Mekka zu killen. Niemanden ist es erlaubt, etwas von ihm zu erben. 15. Seine Ehefrauen bleiben mit ihm verheiratet, selbst nach seinem Tod. Das heißt, dass sie als Witwen keinen neuen Mann heiraten dürfen. 16. Wenn er sich von einer seiner Ehefrauen scheiden lässt, so darf sie bis zum Tag ihres Todes keinen anderen Mann heiraten, da sie offiziell immer noch als eine Ehefrau Mohammeds gilt. 17. Dem Propheten ist es erlaubt, dem Hungernden sein Essen und dem Durstigen sein Trinken zu stehlen. Das ist so krass. Ihm ist absolute Immunität sicher. Er steht über dem Gesetz. 19. Allah erlaubte ihm sämtliche Kriegsbeute, darunter Frauen und Kindersklaven. 20. Durch Terror war er siegreich und seine Feinde fürchteten ihn, selbst wenn er eine ganze Monatsreise von ihnen entfernt war. Absolut krank, ne, wer Mohammed war. Wenn du an die Tafsir glaubst, dann ist es für dich krank, aber an die Tafsir, wo du jetzt sagst, kann ich nicht zustimmen. Ja, aber du dich schämst, das ist das Problem. Ich schäme mich auch in Grund und Boden, wenn das mein Vorbild ist. Wenn er das so gemacht hätte, würde ich sagen, okay, aber weil es so nicht ist, weil Tafsir, es gibt ja zig von Tafsirs. Ja gut, Al-Qurtubi ist ja eine Riesennummer, der ist der Mufassirin aller Mufassirins. Also da kannst du nichts dran rumrütteln.
Da gibt es keine Nummer. Es gibt auf der Welt etwas, was stimmt und was nicht stimmt. Da ist die Nummer uninteressant. Es gibt eine Nummer. Ja gut, er prüft das doch, mein Lieber. Er prüft das doch anhand der Geschichten, die im Islam erzählt werden. Das ist nur der Schöpfer. Andere Nummern gibt es nicht. Ja, okay, das haben wir auch geklärt. Dann ist Gott die höchste Nummer und dann gibt es diese Koranausleger, die dann für dich den Koran auslegen. So, was machst du denn? Erst mal Allah und alles andere kommt danach, ob der Tafsir toll ist. Ja, aber wie gehst du denn damit um, dass zum Beispiel der Mohammed deine Frau begehrt und sie die ausspannt? Also du meinst, wenn jetzt der Prophet von irgendeinem als die Frau ausspannen würde? Ja, genau. Wie findest du jemanden, der zu jemandem nach Hause geht und du zum Beispiel jetzt, nehmen wir dich als Beispiel, du hast einen besten Freund, der kommt zu dir nach Hause, du bist nicht da und der flirtet mit deiner Frau und spannt sie ihm aus, also dir aus. Was hältst du von so jemandem? Aber das stimmt doch gar nicht. Kein Prophet kommt einfach so nach Hause und sagt, hallo, ich bin da, jetzt geh mal raus oder ich nehme jetzt deine Frau. Das gibt's ja, das hat aber Mohammed getan. Das hat kein Prophet bis heute gemacht. Es gab, glaube ich, über 100.000 Propheten auf dieser Welt. Das stimmt. Hat aber dein Prophet getan, mein Lieber. Das ist auch dein Prophet. Das ist von jedem der Prophet. Das ist nicht mein Prophet. Mohammed war nie ein Prophet, Mann. Raffst du das nicht? Wie oft noch? Du raffst es selber nicht. Ob du es willst oder nicht willst, das ist der Prophet von allen. Mohammed war kein Prophet. Er hat nur Quatsch erzählt in den Hadithen. Also die Sachen, die bei ihm überliefert wurden. Gut, deshalb so wild. Wenn du dran glaubst, dann glaubst du weiter dran hin. Ich glaube an das, was ich glaube. Ist ja auch okay so. Ja, ich lasse dir auch an das, was du glaubst. Du kannst ja gerne daran glauben, aber da musst du auch mit den Konsequenzen rechnen, die dann auf dich zutreffen, also die dann auf dich warten. Lass mich dir noch ganz kurz den Tafsir von Al-Qurtubi vorlesen, der die Begebenheit in Sure 33, Vers 37 uns erklärt. Ich habe dir gesagt, es gibt Tafsir und Tafsir. Ja, schreib dir das auf. Geh zu deinem Imam und sag mal, was ist das für ein Dreck, Mann? Geh einfach mal zu deinem Imam und sag ihm mal, was ist das für ein Dreckhaufen? Warum hat der Mohammed solche Taten begangen? Warum lachst du denn? Lachst du deinen eigenen Propheten aus? Dann möchte ich mitlachen. Nein, ich lach das aus, warum was du redest. Möchtest du dir etwas aufschreiben oder willst du gar nichts lernen? Es gibt nichts zu lernen, weil ich von dir nichts zu lernen habe. Es geht. Ja, okay, dann verschwende ich ja eh meine Zeit mit dir. Dann bringt das ja auch nichts. Richtig am Ende. Also alles leugnen, was man hier so findet, ne, das ist so krank. Ja, natürlich, ich würde mich auch in Grund und Boden schämen. Und dann würde ich auch das Ganze leugnen und sagen, ja, Tafsir, das kannst du doch nicht so nennen. Es gibt Tafsir, es gibt so. Hallo? Und dann kommt der, der überhaupt gar keine Ahnung von Islam hat und will auf einmal so ein Al-Qurtubi so erzählen, was Islam bedeutet. Eine Mufassirin. Schaut euch das bitte an, ich lese euch das nochmal vor. Tafsir al-Qurtubi, Band 14, Seite 172. Muqatil berichtete, dass der Prophet Zainab die Tochter Jahs mit Said verheiratete und sie daraufhin eine Zeit gemeinsam mit Said zusammenlebte. Dann eines Tages kam der Prophet in Saids Haus und fand dort Zainab vor. Sie war weiß, mit einer atemberaubenden Figur, eine der vollkommensten Frauen unter den Quraysh. Er begehrte sie und sprach, gepriesen und wundersam ist Allah, der mein Herz höher schlagen lässt. Guck mal, der flirtet mit dieser Frau, unglaublich. Das ist gleichzusetzen mit Mashallah, bist du. Als Zainab erfuhr, dass der Prophet durch sie sexuell erregt war, teilte sie dies Said mit, der auf der Stelle verstand, was er zu tun hatte. Said sprach zum Propheten, O Prophet, Allahs, erlaube es mir, mich von ihr scheiden zu lassen, denn sie wurde arrogant. Sie glaubt, dass sie mir überlegen sei und beleidigt mich mit ihrer Zunge. Der Prophet sprach, behalte deine Ehefrau für dich und fürchte Allah. Es heißt, dass Allah einen Wind schickte, der den Vorhang von Zainabs Zimmer anhob und man sie so durch das Fenster ihres Hauses von draußen sehen konnte. Der Prophet sah sie in diesem Moment und begehrte sie. Scheinbar gefiel es Zainab, dass der Prophet sie begehrte. Als Said wieder heimgekommen war, erzählte Zainab, was zuvor passiert war. Dadurch war Said fest entschlossen, sich von ihr scheiden zu lassen. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr Lieben, ne, dass Mohammed zu seinem eigenen Adoptivsohn kommt. Er ist nicht da und dann spannt er noch seine Frau aus. Das ist so unglaublich. Und das soll der beste Mensch der Welt sein. Das ist also der beste Mensch, meine lieben Muslime. Bei allem Respekt, wenn das der beste Mensch ist, dann muss Jesus Christus Gott sein.
Absolut. Dann ist Jesus Christus Gott. Wenn das der beste Mensch sein soll, ist Jesus Gott. Amen. Hallo? Hi, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Und deine Familie. Ich bin ja Christ, deswegen habe ich jetzt keine Frage zum Islam. Aber ich wollte mal wissen, weil für mich ist es eigentlich eine eindeutige Interpretation, dass Jesus uns eine Kirche gegeben hat. Und deswegen wollte ich wissen, wieso du die Konfessionen, also katholisch und so, ablehnst. Weil der Herr Jesus Christus weder katholisch noch evangelisch noch orthodox kennt. Du kannst ja selber mal die Bibel aufschlagen und Johannes 3, Vers 3 mal nachlesen. Und so heißt es, dass der Herr Jesus mit Nikodemus dieses Gespräch führt und der Nikodemus ihm fragt, ja Herr, was müssen wir tun, um das ewige Leben zu erreichen? Und Jesus Christus antwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr müsst von Neuem geboren werden, aus Geist und Wasser. Der Herr Jesus Christus will, dass wir eine aufrichtige Buße hinlegen und von Neuem geboren werden. Und dann heißt es auch im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 22 müsste es sein, wenn ich mich nicht irre. Aber ich gucke nochmal. Und so sagt der Apostel Petrus genau dasselbe. Warte. Ich lese mal den ganzen Kontext ab, Vers 1. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Siehst du, der Apostel Petrus sagt eindeutig, gelobt sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Aber wiedergeboren heißt ja, dass ich mein altes Leben sozusagen zurücklasse und nur für Jesus lebe, oder? Ja, richtig, genau. Das kann ich doch auch als Katholik oder Orthodox. Ja, aber dann würdest du ja nicht sagen, ich bin Katholik, ich bin Orthodox. Du würdest dann sagen, ich bin ein wiedergeborener Christ, der dem Herrn Jesus Christus auf Schritt und Tritt folgt und meine Schuld vor ihm bereut hat. Geh mal zu Katholiken und frag sie mal, ob sie irgendwas von Wiedergeburt kennen. Die sagen, was? Nein, du musst die Sakramente einhalten. Du musst dies einhalten, das einhalten. Und dann wirst du eventuell errettet. Ja, das ist absolute Irrlehre. Absolute Irrlehre. Und wie, noch eine kurze Frage, also glaubst du nicht, dass Petrus der erste Papst war? Der Petrus war der erste Papst? Glaubst du nicht daran? Ja, das ist eine Sache, die man so erstmal nachschlagen müsste. Und du weißt doch, dass man niemanden hier auf Erden Vater nennen darf. Und es ist nur einer, euer Vater im Himmel. Und zwar der Vater, Gott der Vater ist euer Vater im Himmel. Und dieser Vers, wo Jesus zu Petrus sagt, dass er auf diesem Stein seine Kirche erbauen soll. Genau, auf diesem Fels will ich meine Gemeinde erbauen. Ja. Und damit ist aber nicht die katholische Kirche gemeint. Du kannst ja mal die Offenbarung lesen. Da wird die katholische Kirche als die Hure Babylons erwähnt. TikTok-sportlich. Die mit vielen, vielen Gräuel befleckt ist und geistliche Hurerei betreibt. Ne? Okay. Ich empfehle dir, such dir eine bibeltreue Gemeinde und werde dort ansässig und Folge. Aber was würdest du jetzt sagen, jeder, sag ich mal, praktizierende Katholik
kann kein Heil erreichen. Nee, das habe ich nicht gesagt. Es gibt bestimmt vereinzelt Katholiken, die ihre Schuld vor dem Herrn Jesus Christus bereut haben und umgekehrt sind. Aber sie kennen leider die Wiedergeburt nicht und wie man das Ganze dann. Es gibt vereinzelt, wie ich das gesagt habe, gibt es natürlich bestimmt irgendwo Leute in der Kirche, die genau wissen, was der Herr Jesus Christus von ihnen verlangt. Verstehst du? Aber sehr viele treten aus der Kirche aus und suchen sich eine bibeltreue Gemeinde, weil das Wort Gottes nicht mehr so gepredigt wird, wie es eigentlich gepredigt werden sollte durch die Priester. Du siehst ja, dass die den Herrn Jesus Christus ausschalten und erstmal zu Heilige beten und dann auch noch zu Maria als Fürbitte und sowas. Was soll das? Ja, okay, das war meine Frage. Ich danke dir für die Antwort. Gott segne dich, mein Lieber. Gott segne dich auch. Mach's gut. Zu Maria ist es nur Nebensache. Ja, ihr Lieben, ihr sollt dem Herrn Jesus Christus die Ehre geben, ne? Und so heißt es in Johannes 5, Vers 23, ich lese euch das mal vor. Johannes 5, 23. Denn der Vater richtet niemanden, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Ja, wie ehrt man denn den Vater denn? Lobpreis, Anbetung, Preisungen, Lobesgesänge. Das heißt, wenn wir den Herrn Jesus Christus nicht anbeten, ihm die Ehre geben, wie wir dem Vater die Ehre geben. Tja, und dann fragen die mich, wo sagt Jesus Christus ist Gott? Ich könnte so explodieren auf diese Leute, ne? Wo sagt Jesus ist Gott? Wo sagt Jesus ist Gott? Unglaublich. Also, wir sollen dem Herrn Jesus Christus die Ehre geben, so wie wir dem Vater die Ehre geben. Ja, warte mal, wenn diese Arianer den Vater anbeten und ihm die Ehre geben, warum geben sie denn dann den Sohn nicht die Ehre, wie er hier das sagt? Ja? Denn der Vater richtet niemanden, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Ja, wie ehren wir denn den Vater, ihr Lieben? An meine Christen hier. Anbetung, Lobpreis, alles gehört dem Vater und so sollen wir auch die Ehre dem Herrn Jesus Christus geben. Anbetung, Lobpreis und, und. Ich check es nicht. Ja, das ist das, ne? Wenn der Pier Vogel dann diese Sachen aus dem Kontext reißt, ne? Und nur gewisse Stellen dann euch zitiert, dann ja. Denn man muss alles im Kontext betrachten, was der Herr Jesus Christus sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die, sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat auch der Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Seht ihr? Der Herr Jesus Christus richtet, weil sein Gericht gerecht ist. Und es gibt nur das gerechte Richten als nur das von Gott. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Siehst du, und das nimmt der Pier Vogel als so Vorwand und lässt die ganzen Verse, die davor gesagt wurden, außer Acht und bringt nur diesen einen Vers, weil das zu seiner Lehre da so passt. Ah, seht ihr, Jesus ist ein Gesandter. Also unsere Lehre ist das Richtige. Der Abu Hamza, ey. Der ist heftig. AKA Biervogel. Glaub's mir, das ist das Problem.
Problem. Glaub es mir, das ist das Problem, dass wir nicht aufstehen wollen. Deswegen müssen wir bereit sein, vor dem Pharao zu stehen, Brüder. Ich glaube, ich bin im Irrenhaus, sagt er als letztes. Dat Bier! Dat Bier! Ach, ihr Lieben, ey, das ist so krass, ey. Richtige Dat Bier, Daf Bier. Dat Bier, du versüßt mir meine Nachtschicht. Ja, ich versüße euch immer den Abend, den Morgen, den Nachmittag. Immer wenn ich live komme, habt ihr immer wieder was hier zum Mitnehmen. Ne? Entweder gute Lacher oder ein bisschen Aufklärung oder das Wort Gottes, das ihr auch immer wieder hört, das euch ja, den Heiligen Geist stärkt. Bälleschwier, wie alt bist du, Bruder im Herrn? Ich bin 38 Jahre alt, aber ich sehe so aus wie 12 mit Bart. Wie betest du? Ich bete direkt zum Herrn Jesus Christus. Ja, euer Dr. Sheikh Abu Amir geht schon auf die 40 zu, obwohl ich aussehe wie 15. Dr. Sheikh Abu Amir ist 15 mit Bart. Haben wir eine Frage, wo ist, haben die überhaupt? Hansi ist wieder unterwegs und ist sich sein Bart am Färben, damit er von seinem Propheten in die Hölle geschickt wird. Lass mich ausreden. Sag was zu Israel. Was soll ich denn dazu sagen, ihr Lieben? Das befindet sich alles in der Bibel. Schlagt die Bibel auf und dann wisst ihr, warum Hamas bzw. Palästina das macht, ne? Hattest du mit 18 Vollbart? Weiß ich gar nicht mehr. Ne, ich glaube nicht, da war nicht so. Warum sind deine Zähne so weiß? Weil ich meine Zähne putze. Warum sind deine Zähne so weiß? Ja, ich putze die meine Zähne. Magst du persische was? Persische Reis? Ich liebe persische Reis. Tadik. Wir müssen alle Tadik essen. Das ist diese Reiskruste. Boah. Meine Güte. Hör auf, ich krieg schon wieder Hunger um 1 Uhr morgens. 2 Uhr morgens, was rede ich da? Mit 18 Halbbart, genau. Amir, woher dein Hemd? Das ist doch dieses Dings, Mann. Hier, diese Jalaba, die ich anhabe, das ist so gemütlich. Euer Dr. Sheikh, aber mir macht sich's gemütlich bei sich zu Hause. Guten Morgen, Amir, der Herr segne dich, Bruder im Herrn. Der Herr segne dich auch, Mandy. Gott segne dich für das, was du tust. Gott segne euch alle, ihr Wundervollen. Ohne euch ist es nicht möglich. Wir bilden ja alle den Leib Christi und jeder hat seine Funktion im Leib. Und jeder sollte auch sein Talent nicht verschwenden, sondern das, was der Herr Jesus Christus ihm gegeben hat, auch nutzen. Ne? Habt keine Angst. Ihr Lieben, steht zum Herrn Jesus Christus. Sagt auch eure Meinung und lasst euch von niemandem den Mund verbieten. Haltet stets am Herrn Jesus Christus fest. Und spricht das aus. Habt keine Angst vor den Muslimen oder irgendjemanden, der euch, weiß ich nicht, was antun möchte oder so. Wann wieder auf YouTube, Amir? Ja, ich hab eigentlich, guck mal hier, wann ich live komme, damit ich mit euch ein bisschen Gemeinschaft habe. Um 2 Uhr morgens. Besser so gestutzt dein Bart. Ja, sieht doch gepflegt aus, oder? Wie findet ihr euren Dr. Sheikh Abu Amir? Ich bin Dings, der letzte Sheikh, der noch hier aktiv ist. Nice mit Übergang, ja genau. Amir al-Mu'minin, genau. Oh la la. Dr. Sheikh immer frisch. Danke, McDonald's. McDonald's, ja auch nicht schlecht. Ja. Glaubst du an schwarze Magie? Ja, in Afrika wird das ja praktiziert. Sehr viel, sehr, sehr viel schwarze Magie. Chitori, Huba, mir geht's gut, danke. Ich hoffe dir auch.
Meinung über Zeugen Jehovas, Sekte. Absolute Sekte, Irrlehre. Mein Bruder und ich, wenn wir immer mit denen diskutieren, dann, ja, flüchten sie immer vor uns. Bruder, was ist gerade in Israel los? Ja, das sind die Wehen, die jetzt gerade geschehen, ne? Dadurch, dass die Bibel diese ganzen Sachen prophezeit hat, wird es bald immer heftiger und immer heftiger werden. So ist das. Die Wehen haben begonnen. Und es wird ein Volk gegen das andere auflehnen, so wie der Herr sagt, ne? Islamisten versuchen, Jerusalem einzunehmen. Ja. Ja, die Palästinenser, die haben das sind ja sunnitische Muslime und die wissen ganz genau, was sie zu tun haben gegenüber den Juden und Israel, ne? Und da wird keiner von den Juden verschont. Sobald ein Jude in ihre Hände fällt, ja. Egal ob Kind oder groß oder was auch immer. Kann ich hoch? Ja, hast du 1000 Abonnenten? Nein. Aber ich habe dir eine Anfrage geschickt. Das geht. Hallo? Hi, Gott segne dich und deine Familie. Ich habe mal zwei Fragen. Und zwar die erste Frage ist, wieso sagst du eigentlich, ja, wenn die Muslime die Juden in die Hände bekommen, dann... Also ich meine, wieso hast du dich irgendwie jetzt so krass verkauft, dass du sogar dieses Thema so gegen uns benutzt? Ja, du weißt doch ganz genau, was da abgeht. Ja, der Mohammed sagte doch in einem authentischen Hadith, und das ist eine Prophetie, die er gegeben hat. Ja, das der ist Tag des Jüngsten. Die Endzeit, ja, aber es, genau. Das ist nicht jetzt, das ist nicht, das geht nicht ja, jetzt. Aber du musst dir mal den Hadith mal durchlesen. Der Mohammed sagt, der Tag des Jüngsten Gerichts kommt nicht eher, bis ihr gegen die Juden kämpft. Also die Muslime, wenn sie das lesen, werden sie kämpfen, weil ja, sie wollen die Endzeit einläuten. Das stimmt, ja, aber das passiert ja nicht jetzt. Das passiert ja dann, wenn wirklich der Krieg ausbricht und eine Art Krieg entsteht. Ja, was ist denn gerade dort in Palästina, in Israel? Ja, aber das ist seit 70 Jahren so. Das ist aber nicht die Frage. Ja, und jetzt ist wieder Krieg ausgebrochen. Aber du siehst ja, dass die Hamas die Vernichtung Israels sozusagen anstrebt. Und das ist aufgrund des Korans und des Sunna von Mohammed. Ernst sein, Mann. Wieso machst du so auf deutschen Versteher? Ich verstehe dich nicht. Die werden dich deutschen eh niemals... Was hat denn der Koran mit deutschen Verstehern zu tun? Bruder, du kannst doch nicht sagen, dass die Palästinenser gerade schuld daran sind, dass die jedes Jahr ermordet werden ohne Ende und dann sagst du, ja, wir sind schuld. Das habe ich nicht gemeint. Aber die Hamas möchte am liebsten Israel einnehmen und das Land komplett die Juden vernichten. Das ist Fakt. Und das kannst du doch nicht leugnen. Ja, die Hamas, die Regierung vielleicht, das sind ja Marionetten, aber doch bestimmt nicht das Volk. Das Volk kann Hamas sind Marionetten? Dann geh mal, klar, mit deinem Gesicht, geh mal mit deinem Gesicht zu Palästinensern und sag, Hamas sind Marionetten. Mal gucken, das sind 100% Marionetten. Das sind 100% Marionetten. Aber egal, Israel werden wir ja bald wieder einnehmen. Das ist ja kein Problem. Das ist jetzt zeitlich bedingt, gehört es denen, aber das werden wir ja bald wieder einnehmen. Das ist ja kein Problem. Ja, du siehst anhand des Hadithes, was für ein Wahnsinn der Mohammed den Leuten mitgegeben hat. Ja, das heißt, das hat es mit Wahnsinn zu tun, weil wenn ich mir jetzt anschaue, was Jesus gesagt hat. Wir können ja den Hadith mal umdrehen, mal gucken, wie du dich fühlst. Nee, ist ja kein Problem, aber... Hör mir mal zu. Lass mich mal, hör mal auf, immer über meine Worte immer zu reden. Stell dir mal vor, wir würden den Hadith einfach mal umdrehen und sagen, der Tag des jüngsten Gerichts kommt nicht eher, bis sie die Muslime bekämpft. Und der Stein, hinter welchem sich ein Muslim versteckt, wird sprechen... O Jude, O Buddhist, O Christ, O Hinduist, hinter mir versteckt sich ein Muslim. Komm und mach ihn kalt. Das haben wir doch in jeder heiligen Schrift. Willst du mich gerade auf den Arm nehmen, mein Lieber? Aber warte mal, in der Tora steht doch auch, dass jeder, der nicht Jude ist, kannst du mit einem Schwein vergleichen. Wir reden gerade darüber, dass die Leute verfolgt werden und umgebracht werden aufgrund dieser Aussage von Mohammed. Ja, aber Moment Weil mal. Weil er gesagt hat, der Tag des jüngsten Gerichts kommt nicht eher, verstehst du? Ja, ist ja okay, aber da steht doch in der Bibel auch, verstehen. Jesus wird doch auch zurückkommen und Krieg führen. Ja, aber wie würdest du dich fühlen, wenn das stehen würde, hinter mir versteckt sich ein Muslim, komm und mach ihn kalt. Ich finde das noch nicht schlimm, weil es in allen drei heiligen Büchern steht. Auf dich bezogen. Stell dir mal vor, das würde so in der Tora oder im Evangelium verzeichnet sein.
Ja, aber wo ist das Problem? Dann ist das halt so verzeichnet, mein Gott. Du bist ja noch gefährlicher, als ich dachte. Das Hirn bei dir ist schon ausgeschaltet. Jeder hat ja seinen Glauben. Du bist völlig am Ende. Richtig am kaputt in der Birne. Wo ist das Problem, sagt er. Also für ihn besteht kein Problem, wenn er hinter einem Stein sich versteckt und der Stein auf einmal uns rufen würde, hey, Dr. Sheikh Abu Amir und eure Clique, komm, hier ist der Typ, der gerade mit dir gesprochen hat, komm und kill ihn mal ein bisschen. Haben diese Leute überhaupt noch ein Gehirn, Leute? Ich sag ja, je später der Abend, desto heftiger die Gäste. Das ist krank. Sagt er einfach, ja, ich finde das gar nicht mal so schlimm. Ach so, du findest das nicht schlimm, dass du auf einmal aufgrund deiner Glaubenszugehörigkeit oder deiner Religion verfolgt wirst und ja, gekillt wirst. Also unglaublich. Kann ich rein? Hast du 1000? Nee, du kannst nicht rein. Hier steht nicht, dass ich dir eine Anfrage schicken kann. Nein, bitte verstohlen mich, Keller Jella. Geh mal bitte weg hier. Du hast hier Hausverbot. Das ist absolut geisteskrank, was du von dir gibst. Geh bitte raus. Wir können auf sowas gerne verzichten. Wie verstörend seine Aussagen wirken, ne? Amir, was wird das Mahlzeichen des Tieres sein? Das wird der sogenannte Chip sein, weil wenn du dann weiter liest, gibt es keinen, der nicht dran vorbeikommt, weil das auch Zahlungsmethode sein wird. Du siehst ja, dass den Freien und den Knechten, den Armen und den Reichen, den Kleinen und den Großen ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, dass sie weder kaufen noch verkaufen können als diejenigen, die das Mahlzeichen haben. Es wird also irgendwas Zahlungsmäßiges werden. Und du siehst auf einmal, dass die Regierung auf Hochtouren irgendwie das Bargeld abschaffen will und uns alle so einen kleinen Chip unter die Haut in unsere rechte Hand reindrücken will. Und das wird es sein. Bis 2030 gehe ich davon aus, weil Klaus Schwab das ja auch gesagt hat mit dem Great Reset, dass die im Hintergrund alles daran jetzt vorbereiten. Demnächst jetzt kommt der digitale Euro und dann geht es Stück für Stück weiter. Ne? Das ist, wir sind gerade wie in dieser Frosch, der in diesem warmen Wasser gerade am Kochen ist, versteht ihr? Die Elite dreht ja nicht komplett auf, damit wir als Frosch jetzt bildlich gesehen aufspringen und aufwachen und so, ne? Damit die breite Masse das nicht checkt. Also wird die Gradzahl langsam erhöht, damit der Frosch, der sich in dem warmen Tümpel befindet, in dem warmen Topf, nicht weiß, dass er gerade am Sterben ist. Ne? Man darf das nicht ruckartig machen, sondern immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Und dann erleidet er schon seinen eigenen Qual. Kann man bei dir ein Praktikum machen? Ja, ich nehme nur die auserwählten Schüler, die bei mir Hetzologie studieren. Wer möchte bei Dr. Sheikh Abu Amir Hetzologie studieren? Einmal die Hände hoch. Zwei Wochen Praktikum Crashkurs bei Abu Amir. Mahlzeit, mein Lieber. Hi, Gott segne dich und deine Familie. Danke, dich auch. Dankeschön. Nur zur Info, ich bin derjenige, mit dem du letzte Mal live warst, wo ich meinte, Hälfte Familie ist muslimisch, Hälfte ist christlich. Ich habe nur meinen Namen geändert gehabt. Ich wollte dich mal was fragen. Und zwar, als du damals quasi diese Nachforschungen angegangen bist, gab es da für dich nur die Option, irgendwie ja, dich zum Christentum zu wenden? Oder hast du jetzt zum Beispiel auch andere Religionen noch verglichen und die gelesen? Ja, man setzt sich ja generell mit sehr vielen Ideologien auseinander, weil man ja Gott sucht, ne? Und genau, verschiedene Strömungen dann sich betrachtet. Aber das, was mir am meisten zugesagt hat, war ja sowieso meine Religion, der Islam, und und die Bibel halt, das Christentum. Ne? Ich wollte halt wissen, was es auf sich hat mit der Bibel,
und wie vertrauenswürdig sie ist und welche Beweise es auch außerhalb der Bibel gibt für Jesus Christus, ne? Also ich bin kein 0815-Typ, der irgendwie aus emotionalen Dingen irgendwie eine Entscheidung für den christlichen Glauben getroffen hat. Nein, war immer schon so ein kritischer Geist und ich musste mich hinsetzen. Ich habe mir wirklich Zeit dafür genommen, ne? Also ich habe mir wirklich den Kopf zermartert, ne? Jeden Tag aufs Neueste. Und das ist auch ein langer Prozess gewesen, der nicht auch von heute auf morgen geht, sondern das dauert. Du musst die Zeit nehmen für das Thema. Und das ist ein sehr, sehr langwieriges Thema. Auf jeden Fall. Naja, also so war das nicht gemeint, um Gottes Willen. Also du hast den richtigen Weg eingeschlagen, das ist klar. Nur meine Frage war jetzt, hast du dich nur mit Islam und Christentum beschäftigt oder auch zum Beispiel jetzt Buddhismus oder so? Das war jetzt größten Teil habe ich mich nur mit den beiden Sachen auseinandergesetzt und hier und da mal auch mit Buddhismus, Hinduismus und so, ne, und deren Dogmen. Ja. Ja, sehr schön. Ja, das war eigentlich nur meine Frage. Zum Abschluss, zum Abschluss würde ich noch mal gern sagen, wenn du irgendwie wieder solche Gäste reinbekommst, wie vorhin, dieser eine, der jetzt vor mir gerade drin war, stell den einfach nur ganz einfache Ja-Nein-Fragen und lese denen nicht nur was vor, sondern lass die diese Fragen selber beantworten, damit die irgendwann im Laufe des Gesprächs merken. Hast du gesehen, als er gesagt hat, ja, ich finde das nicht schlimm. Ach, du findest das nicht schlimm, dass man dich aufgrund deiner Glaubenszugehörigkeit verfolgt und der Stein dann sprechen wird, Muslim, Christ, Buddhist, Hinduist, Jude, hier versteckt sich ein Muslim hinter mir, komm und mach ihn mal kalt. Das habe ich gehört. Da habe ich gehört, aber den konntest du sowieso nicht ernst nehmen. Da hast du ja schon gesehen anhand seinem Profilbild mit Meini von Lazytown. Das war ja schon komplett Dings. Aber zum Beispiel ganz am Anfang des Abends, ganz am Anfang des Abends, da war auch einer drin, dieser El Kurdi oder wie der hieß, weiß ich jetzt nicht. Zum Beispiel bei ihm, weißt du, der war ja auch sehr ignorant, aber dem konnte man vielleicht den selber ins Verderben bringen, indem der sich die Fragen selber beantwortet und dann sich im Nachhinein denkt, oh Kacke. Armin hat ja doch recht, aber dann einfach abgehauen, weißt du, weil der weiß, der wurde in die Ecke getrieben, der konnte da nicht mehr raus, ist klar. Ja, aber wir waren es ja gewohnt von Al-Kurdi, dass er wenigstens einer unter so vielen Muslimen ist, der die Wahrheit ausspricht gegenüber dem Islam. Und dann hat er auf einmal wieder angefangen zu lügen über den Islam, das ist krank. Ja, das ist nicht normal, ich verstehe das manchmal auch nicht. Also wenn du wenigstens jemand bist, der auch diese Tafsir und sowas alle wirklich akzeptiert und auch sagt, okay, das ist so, wie es ist, dann habe ich da noch nicht mal so ein großes Problem mit. Aber diese Verleugnung, das ist das größte Problem, was es gibt heutzutage. Ja, dann kommst du auch nicht mehr weiter. Sobald er anfängt, dann Sachen zu leugnen, Sachen nicht zu akzeptieren, dann kannst du auch von ausgehen, dass er überhaupt nichts mit seiner Religion zu tun hat. Weil so kann kein Muslim vorgehen. Du kannst ja nicht einfach dir rauspicken, was dir gefällt und die anderen Sachen außer Acht lassen. Das ist ja Quatsch. So geht doch keiner vor. Stell dir mal vor, ich würde nur einen Teil der Bibel akzeptieren und sagen, nee, boah, das akzeptiere ich auf keinen Fall. Nein, ich muss das alles akzeptieren und im Kontext betrachten und versuchen, das Ganze auch zu erklären. Verstehst natürlich, du? Natürlich. So kann ja kein Christ vorgehen. Naja, also das ist ja sehr großes Phänomen sowieso bei Muslimen, dass die sich immer die schönsten Dinge rauspicken und den Rest einfach beiseite schieben. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Ich dann immer sagen, ne? Wir wissen ja auch, dass die Bibel im Alten Testament sehr heftige Dinge hervorbringt, wo wir auch erstmal uns hinsetzen müssen und dem Ganzen nachgehen. Was meint Gott damit oder wie meint Gott das und wie können wir das Ganze lösen? Also da gibt es einige Sachen, die uns auch schlucken lassen. Also da müssen wir ehrlich sein. Aber wir gehen ja wenigstens ehrlich damit um und sagen, ja, wie kann man das Ganze verstehen? Und dann versucht man eine kleine Studie zu unternehmen. Wie ist das Ganze zu verstehen, wie Gott sich dort offenbart und was er dort angeordnet hat? Bestes Beispiel ist das mit Samuel, ne, als er befohlen hat, alles auszulöschen, vom Rinde bis zum Schaf und vom Kinde bis zum Baby und alles Mögliche. Ne? Du siehst ja, klar. Also, dass der Herr auch zornig sein kann und seinem Propheten befehlt, oder beziehungsweise jetzt dem Josua befehlt, da den Bann zu vollstrecken, ne? Ja, natürlich. Denn Gott ist nicht nur Liebe. Was ist das? Ja, erzähl. Ich wollte sagen, Gott ist nicht nur Liebe, sondern wir müssen auch akzeptieren, dass Gott auch Richter ist und Gericht hält. Ne? Wir haben ja keinen Kuschelgott. Der Jesus Christus ist ja nicht ein Kuschelgott. Nein, auf gar keinen Fall. Gott, der auch vollstreckt. Richtig.
Und im Gegensatz zu Mohammed weiß er wenigstens, ja, wo es hingeht nach dem Tod. Ne? Der Mohammed, der wusste ja bei vielen Leuten nicht mal selber, wo die hingehen. Ne? Das ist ja unglaublich. Ja, genau. Das findest du in Sure 46, Vers 9. Richtig, richtig. Deswegen hat er auch immer Allah um Vergebung gebeten in Sahih Bukhari. Weil er sagte ja, kein Mensch kann durch gute Taten das Himmelreich verdienen. Und dann haben die Leute ihn gefragt, nicht einmal du, ja Rasulallah? Hat er gesagt, nein, es sei denn, dass Allah mir seine Gnade gewährt. Sonst hätte er gesagt, ja, ich werde auf jeden Fall sicher ins Himmelreich gehen, ne? Wenn das so ist, wie die Muslime uns immer sagen. Nein, er sagt Allah, ich brauche Allahs Gnade. Ja, genau, richtig. Aber Allah, das hat das auch unser Herr Jesus Christus gesagt? Nein. Der Jesus Christus weiß ganz genau, wo er hingeht und wem er sein Versprechen gegeben hat, nämlich uns allen, die wir an ihn glauben. So heißt es in Johannes 11,25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Amen. Siehst du? Amen. Amen. Ja, das ist schon sehr erstaunlich, wirklich. Also, ja, ich höre dir auch sehr gerne zu. Ne? Ja, natürlich, selbstverständlich. Also wenn dein Prophet dir noch nicht mal sagen kann, wo es hingeht und dass er selber nicht mal weiß, dass er ins Himmelreich kommt, dann kannst du ja schon eigentlich davon ausgehen, dass das alles erstunken und erlogen ist und menschengemacht, ganz einfach. Ja, natürlich. So ist das. Der Islam basiert einfach auf gnostische Schriften, wie ich das auch heute erklärt habe, dass sehr viele gnostische Schriften dort Einzug gefunden haben im Koran und ja, der Mohammed sich dann dort von diesen ganzen Schriften halt ernährt hat und das im Koran gelandet ist. Ne? Das sehen wir eindeutig. Na klar. Die Geschichte mit dem Siebenschläfer ist da drin, die Geschichte mit Alexander dem Großen ist da drin, das sind alles Fabeln. Alles Quatschgeschichten, die man als Gute-Nacht-Geschichten im jüdischen Gute Nacht hier den Kindern erzählt hat. Ja, klar. Aber das Schönste ist ja. Koran geschafft. Das Schönste ist ja, Allah ist ja der Barmherzigste und der Allverzeihende. Kennst du die Geschichte von Barsisa? Barsisa? Ja. Sagt mir doch anhieb nichts, was ist denn da? Okay, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Ganz kurz gefasst, das ist. Laut der Geschichte, ja, laut dieser Erzählung, war das einer der gläubigsten Muslime, die jemals gelebt haben. Aber er ist nach seinem Tod in der Hölle gelandet, weil er sich quasi, boah, warte, hab ich mich verschluckt. Dann trink was. So, Barsisa, ja, gleich, Moment. Barsisa, wie gesagt, das war einer, kannst du dir mal angucken, kannst du mal in YouTube eingeben, da kommt ein 15-minütiges Video, glaube ich, kannst du dir mal anhören. Und zwar, wie gesagt, einer der gläubigsten Menschen, die jemals gelebt haben, ist aber nach seinem Tod in der Hölle gelandet, weil er sich quasi vom Teufel verführen lassen hat, der in Menschengestalt gekommen ist, an seine Tür geklopft hat und ihn in Versuchung gebracht hat, mit einer Frau in Kontakt zu treten, von der er eigentlich Abstand halten wollte. Aber die Brüder von dieser Tochter, die Brüder von dieser Frau sind zu ihm gekommen, weil die damals nämlich in den Krieg gezogen sind und haben dem befohlen, auf die kleine Schwester aufzupassen. Das war ein Mönch gewesen quasi, der hatte mit sowas nichts am Hut, hat aber dennoch einige Taten gemacht, bis hin zur Ermordung dieser Frau, einfach geleitet vom Teufel, und wäre Allah der Barmherzigste, dann hätte er ihn quasi verziehen, weil er nämlich wusste, dass er einer der gläubigsten Menschen der Welt gewesen ist. Allein das kann schon mal, wenn du eins und eins zusammenzählst, nicht passieren oder nicht funktionieren. Aber kannst du dir mal in Ruhe angucken, ich bin nicht so ein guter Geschichtenerzähler. Ich habe jetzt gerade hier gegoogelt, ja. Ja. Und hier heißt es, Barisa ist ein Mönch, der in manchen Quellen der Muslime als Legende eines abtrünnigen Gläubigen erscheint. Latinisiert genau. Wird er Ambrosio genannt. So erzählt unter anderem Tabari mit Bezug auf den heiligen Koran, Sure 59, Vers 16, dass Barisa ursprünglich ein heiliger Asket war, der bereits 70 Jahre seinem Herrn gedient hatte. Okay. Genau. Ja, es ist gar nicht mal so uninteressant, ne? Kann man sich mal durchlesen.
ist sehr, sehr, sehr interessant. Also da gibt es auch, wie gesagt, so ein Video zu, wo die Geschichte von Anfang bis Ende erzählt wurde. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, waren das 15 oder 20 Minuten. Kann aber auch länger gewesen sein, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist da jemand, der diese Geschichte von Anfang bis Ende komplett erzählt. Sehr, sehr interessante Geschichte. Kannst du dir mal reinhören, kannst du dir mal anhören. Genau, ja, ich schaue mal ganz kurz nach, wie der Bruder hieß. Hast du es denn hier reingeschafft? Das Video auf YouTube heißt Pakt mit dem Teufel, Barcisa, Geschichte von Barcisa. Das geht nur 8-9 Minuten, kannst du dir mal angucken. Ja, das sehe ich hier gerade, es geht 13 Minuten. Oder 13 Minuten, ja genau. Na, das ist eine sehr interessante Geschichte. Hat sich hier verirrt. Aber ich will die auch nicht töten, die Arme wie. Ja, das. Hey, ist schon wieder hier drin. Das steht aber, man muss Wespe einfangen. So macht man den Chat, aber mir das ohne dem Tier was zu leiden, also dem Tier was anzutun. Ja gut, mein Lieber, ich bin wieder weg. Ich gehe mir mal kurz was zu essen machen, mein Lieber. Ich wollte dir nur mal von dieser Geschichte erzählen. Kannst du ja mal reinhören, wenn du Zeit hast. Und dann würde ich sagen, danke. Ich höre dir noch ein bisschen zu und alles bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal, alles klar. Mach's gut. Leute, ich bin K.O., ich kann nicht mehr. Amir, kannst du was zu Al-Burak sagen? Ja, Al-Burak ist ja diese fliegende Maultier. Ja, wir können ja für Israel und für Palästina beten, ne, ihr Lieben. Ich bete jetzt noch einmal für uns und dann gehen wir langsam aber sicher mal in Richtung Lala Land, okay? Wenn ihr könnt, dann geht auch auf die Knie. Denn das ist wichtig, auf die Knie zu gehen. Wenn ich kann, der soll einfach sitzen bleiben. Hey Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir für diesen wundervollen Tag, Herr, und möchte als allererstes deinen heiligen Namen loben, ehren und preisen und dir die Ehre zuteil werden lassen, die du verdient hast, Herr Jesus Christus, denn du bist stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen, Herr. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir durch deine Gnade errettet sind, Herr. Und wir danken dir auch, dass dein Blut uns reinwäscht von aller Ungerechtigkeit, die in uns ist, Herr. Bitte segne uns weiterhin mit Dingen in unserem Leben, die wir brauchen, Herr. Und bitte wende auch ab, wer auch immer in unserem Leben kommt, dass du sie oder ihn oder wer auch immer kommt, um uns irgendwie Schaden zuzufügen, dass du es abwendest, Herr Jesus Christus. Dass du immer vor uns da bist und uns
Ja, behüte es vor allem Bösen. Herr, wir sehen gerade den Konflikt zwischen Israel und Palästina, aber auch Aserbaidschan und Armenien, Herr, dass du Gnade mit den Menschen hast dort, Herr, dass nicht so viel Blut vergossen wird, Herr Jesus Christus, dass die Menschen eine Lösung finden für diesen Konflikt, Herr. Aber wir wissen ja, was deine Heilige Schrift sagt, Herr, und dass es ja dem Ende jetzt langsam naht, ne? Herr, bitte lass uns nicht hier im Stich, Herr, sondern lass bitte jeden, der das gerade hört, auch mit bei der Entrückung dabei sein, Herr Jesus Christus, wenn du uns abholst und uns mitnimmst und wir dir entgegen, ja, in den Himmel entgegenkommen, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich von ganzem Herzen, Herr, dass du jeden Einzelnen hier segnest, behütest und beschützt und auch die Menschen, die gerade, ja, vor Krieg und Elend gerade fliehen, dass du ihnen Trost schenkst, Herr, und dass du sie wohlbehütet irgendwo ankommen lässt und dass sie kein Leid erfahren, Herr Jesus Christus. Wir bitten dich innigst darum, Herr, dass du ja einfach immer in unserem Leben da bist und uns niemals verlässt. Egal welche Prüfungen wir durchgehen müssen, Herr, mit dir an unserer Seite kann uns nichts passieren. Jesus Christus, erhöre mein Gebet und dies alles erbitte ich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 So. Ja, okay, ihr Lieben, da machen wir jetzt langsam Schluss. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Möge der Jesus Christus euch segnen und behüten und beschützen, die Wundervollen. Haltet stets am Herrn Jesus Christus fest. Lasst euch nicht beirren von irgendwelchen Ideologien, Religionen und Weltanschauungen. Der Herr hat alles überwunden. Der Herr hat den Weg bereit gemacht. Und wir dürfen ihm Danke sagen und aus Gnade leben und errettet sein. Komm bitte morgen live. Ja, so Gott will, werde ich dann auch wieder morgen live kommen. Gottes Segen, ihr Lieben. Schlaft gut. Ich hoffe, ihr träumt vom Herrn Jesus Christus, dass er euch einen Traum gewährt und ihr dann von ihm eine Vision bekommt oder was auch immer. Ne? Ich wünsche mir das immer, ne? Wenn bevor ich schlafen gehe, dass der Herr mir so einen wundervollen Traum gibt oder so. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Haltet stets am Herrn fest und wandelt in der Liebe. Macht's gut, ich liebe euch.